Sie wird gefeiert wie ein Rockstar. Helen Pankhurst, Urenkelin von Emmeline Pankhurst, eine der wichtigsten Frauenrechtlerinnen Großbritanniens, bei einer Kundgebung auf Londons Trafalgar Square. Heute hier zu sein, an dem gleichen Ort, wo meine Großmutter Sylvia und meine Urgroßmutter Emmeline schon für Frauenrechte gekämpft haben, das fühlt sich geradezu irreal an. During those very, very difficult suffragette campaign feels incredibly surreal. Ihr Name ist berühmt. Immer schon musste sie Fragen zu ihren Verwandten beantworten. Daher beschäftigt sie sich schon seit ihrer Kindheit mit dem Feminismus. Heute schreibt sie Bücher und nutzt ihren bekannten Namen, um sich für die Sache der Frauen einzusetzen. Wenn man so eine Schärpe umlegt, dann gibt einem das eine Verbindung zur Vergangenheit. Die Worte von damals sind heute immer noch relevant. Vor über 100 Jahren haben Helen Pankhursts berühmte Vorfahren mit zum Teil radikalen Methoden gekämpft. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt, traten in Hungerstreiks. Heute haben die Frauen gleiche Rechte. Aber für Helen Pankhurst gibt es immer noch viele Ungerechtigkeiten im Alltag. Männer nehmen sich immer noch mehr heraus, sowohl im Beruf als auch zu Hause. Mädchen nehmen sich zurück, werden in rosa Welten gedrängt. Es gibt immer noch große Probleme. Sogar im britischen Parlament gibt es noch viel zu tun. Obwohl ein Drittel aller Abgeordneten heute Frauen sind und es mit Theresa May sogar eine weibliche Premierministerin gibt. Helen Pankhurst arbeitet regelmäßig mit Politikerinnen zusammen. Die Männer sind immer noch dominant. Eine Kollegin von mir wurde im Plenarsaal von einem der konservativen Abgeordneten regelrecht angebellt. So etwas gibt es immer noch. Die Atmosphäre ist feindselig. Bei Veranstaltungen im Parlament und auch auf den Märschen. Helen Pankhurst steht Seite an Seite mit Großbritanniens Politikerinnen. Und die hören ihr zu. Wir brauchen einen Feminismus ohne Grenzen. Die Stimme der ärmsten Frau muss genauso viel zählen wie die des reichsten Mannes. Die alten Schlachtrufe sind immer noch gültig. Taten statt Worte. Deeds, not words. Deeds, not words.